Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, auch hier aus luftiger Höhe. Hier melden sich Ihre Kommentatoren. Der Co-Kommentator heute wird Peter Neururer sein. Aha, werden da viele sagen, ist das nicht der Mann, der noch vor einer Woche auf dem höchsten Stuhl bei Schalke 04 saß? Jawohl, das ist der. Wir werden im Verlauf der Übertragung noch gelingen. Etwa 10.000, 12.000 Zuschauer bei guten Bedingungen. Es hat den ganzen Tag am Vormittag geregnet. Die Sonne war dann aber mittags draußen und die Platzarbeiter haben viel, viel geleistet, um die Rasenfläche in einen guten Zustand zu bringen. Hier haben wir die Dresdner. Teuber, Schössler, Lieberam, Wagenhaus, Büttner, exakt die Abwehr, die auch zuletzt gegen Lok Leipzig spielte, dann Mario Kern, Hauptmann, Pilz, Scholz, Alevi und Gütschow. Da fehlen also Ralf Minge, der leicht verletzt ist. Er hat eine Knöchelverletzung. Uwe Jenicher Langzeit verletzt, Jörg Stübner auch nicht mit dabei. Aber ansonsten das Beste, was die Dresdner im Moment haben. Die Bayern, Aumann im Tor, dann Roland Grahammer, Flügler, Kohler, Reuter, Strunz, Ziege, Sternkopf, Michailovic, Thon und McInnelly. Nun brauchen Sie keine Angst zu haben, liebe Fußballfreunde. Sie sind, ich sagte es schon, bis auf Augenthaler alle da. Auch Effenberg, auch Brian Laudrup. Und wir werden sie im Verlaufe dieses Spiels ganz sicher noch sehen. Und Michailovic und dem Mann in Schwarz, das ist Wieland Ziller aus Königsbrück. Anstoß, wir hoffen, dass es gute, unterhaltsame 90 Minuten werden. Es könnte ein bisschen länger dauern, dann nämlich in den letzten Monaten. Werden sich die sogenannten Reservisten heute besonders engagieren? Ja, ich meine, man hat heute die Möglichkeit, sich zu zeigen vor einem relativ ansprechenden Publikum in einem relativ wichtigen Freundschaftsspiel. Alevi, können Sie es allein probieren, macht er auch und tickt zu spät. Jürgen Kohler war dazwischen. Sergio Alevi. Heute auch mit Sicherheit von Anfang an gebracht und ich gehe fast von aus, dass er auch durchspielen wird. Denn solche Spiele sind gerade für den Olaf Thon unheimlich wichtig, für einen Mann, der so lange verletzt war. Er braucht den Spielrhythmus, um dann letztendlich nicht nur bei Bayern München... Seit 87 verantwortlicher Trainer beim FC. Wagenhaus wirft sich in diesen Schuss von Thon und Lieberam passt auf. Aber die Dresdner kommen nicht aus der eigenen Hälfte. Hier Reinhard Häfner, 38 Jahre alt, 57 Mal in der A-Mannschaft. 1976, ein Wort zu ihrer Entlassung, denn es kam ja für viele sehr überraschend. Schalke steht ganz oben in der Tabelle der zweiten Bundesliga. Sie haben, Achtung, keine schlechte Chance. Geht das erste Raunen hier durch das Stadion. Alevi gegen Flügler. Radmilo Michailovic. Michael Sternkopf. Und toller Spielzug. Kann es doch mal aus der Distanz versuchen, Heiko Scholz. Dresdner reklamieren die Mauer. Lieberam versuchte dort zu heben. Oh, gut gespielt. Andreas Wagenhaus, das war ein bisschen weit. Alevi! Oh. Stefan Reuter, der wäre fast ins eigene Netz gegangen. Aber wieder gut gemacht von Sergio Alevi. Schauen Sie die Dresdner Spieler, die feuern sich gegenseitig an.
einmal wird es schon klappen. So etwa nach diesem Motto. Und erster Eckball für Dynamo Dresden. Thorsten Dutscher zurück in die Sendezentrale. Überblick behalten. Unser Co-Kommentator, der macht sich schon dabei und versucht herauszubekommen, für wen er im Bild ist. Hier ist der Stefan Effenberg. Millionen-Einkauf. Und Heilovic. Noch leicht abgefälscht, aber auch ein bisschen an Schärfe genommen, dieser Schuss. Sie haben ihn sicherlich erkannt, Thomas Strunz. Hier kommt er zum Schuss. Und während unsere Zeit läuft, Konter für die Dresdner. Manfred Schwabel im Spiel. Auch ein kleiner Spieler von Wuchs. Aber ein perfekter Fußballer. Ja, mit Sicherheit. Da ist der Stefan Effenberg ausgerutscht und Götze hat die Riesenchance und er nutzt sie. Das lässt sich der Torjäger der Dynamos aus Dresden nicht entgehen. Thorsten Götze. Partizipiert zweifellos vom Missgeschick des Stefan Effenberg, aber was dem einen sie cool ist, dem anderen sie Nachtigall. 1:0 für Dynamo Dresden. Ach, schauen Sie, klassischer Ausheber ohne Kontrahentin von Stefan Effenberg. Pass kam von Hans-Uwe Pilz. 63. Spielminute. Da jubeln auch die Balljungs. Da haben wir den Torschützen. Diesmal mit links. So, und nun müssen die Bayern natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Ich glaube kaum, dass die Bayern sich so geschlagen geben. Alle Bayern in der Dresdner Hälfte. Oh, Ronny Gold im Nachfassen. Und Reinhard Hefner haben wir am Mikrofon, Gottfried. Hauptmann. Alevi schafft das noch. Geschubst, gestoßen und nein, nicht im Tor. Riesenchance, wieder Rasenschuld, wieder einmal der Rasenschuld. Hervorragende Aktion von Sergio Erlievi, der wirklich hier vor Spielfreude bremst. Prima, prima, Kompliment diesem Sergio Erlievi. Er winkt hinüber zu seinen Fans. Jetzt schon ein bisschen zu weit mit dem Oberkörper, der Ball bleibt hängen. Er kämpft sich aber durch und nimmt ihn noch mit der Sohle mit. Und dann gelingt halt viel. Detlef Schössler ist ja ein Linksbeiner. Sergio Erlievi, der sich zerrissen hat, der mit Applaus von den Zuschauern verabschiedet wird. Geht vom Feld, prima. Danke Sergio Erlievi. Danke auch von seinem Trainer Reinhard Hefner und für ihn nun der erst 18-jährige Sven Radke. Ja. Was denn geht so was? Schaut, guckt, wen haben wir da hinten ein bisschen zu weit an die Torauslinie gezogen. Hier haben wir Thorsten Götzschow, den Torschützen. Und die Dresdner bleiben dran. Hauptmann. Scheint der Pechvogel heute zu sein. Ja, und Gottfried Weiser hat Sergio Erlievi. Nicht gut, ja.
schön, Ronny Teuber, aber auch guter Kopfball von Alan McInerney. Kopfballstark ist er ja. Gutscho. Rechts anschießen, links. Rechts antäuschen, links schießen, das wäre wohl das Beste. Nach Roch, verdammt, nach Abseits. Der Pfiff kam auch. Jawohl, korrekt. Leichtfertigkeiten. Röcke. Diesen jungen Burschen hätte ich ein Tor gegönnt. Und da. Zeigen können. Und wieder Thorsten Gutscho. 92 Oberliga-Tore hat er bislang erzielt, der Dresdner. Damit liegt er hinter Hansi Kreischer und Ralf Minge auf der dritten Position, der Dresdner. Wollte ihn ins lange Eck schlenzen, oben rein. Verkrampft, man will es zwingen und da gelingen halt die Aktionen nicht so. Ach, schauen Sie, herrlicher Pass. Prima gemacht und es ist das Tor. Diesmal rettet er. Der blonde Engel rettet. Heiko Scholz hat es hervorragend vorbereitet. Da hat er seinen Fehler von vorhin wieder gut gemacht. Ja, mit Sicherheit. Aber hätte er den ersten nicht gemacht, wäre das Spiel vielleicht ganz anders gelaufen. Ja, während wir hier die Bayernbank sehen, Peter, können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen dieses Spiels. Ja, ich meine, man muss ja jetzt davon ausgehen, dass die Dresdner dieses Spiel gewinnen und irgendwo auch mit Sicherheit nicht zu Unrecht. Dynamo Dresden hat hier die Oberliga Nordost ganz hervorragend vertreten, hat gezeigt, streckenweise gezeigt, dass sie in der ersten Liga nicht nur mitspielen können, sondern eine gute Rolle spielen können. Ich persönlich bin enttäuscht von der Leistung des FC Bayern, denn irgendwo, wenn ich sehe, dass einige Leute seit Meister der Bundesliga und der Oberliga Nordost. Es laufen bereits die Nachspielsekunden. Es gab ein paar kurze Unterbrechungen. Aber alles wartet und sehnt ihn herbei, den Schlusspfiff. Da ist er. Der erste FC Dynamo Dresden bezwingt den FC Bayern München mit 1:0 und wir gehen runter zu den Reporterkollegen. Liebe Zuschauer, das war's vorerst. Wir geben kurz ab zur Sendezentrale und melden uns dann noch einmal.